In nur 3 Monaten Bauzeit hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg in Korbach eine Flüchtlingsunterkunft erstellt. Auf 9000 Quadratmeter bietet die Unterkunft 288 geflüchteten Menschen eine Bleibe. Hauptsächlich werden hier einziehen Frauen und Kinder aus der Ukraine, die bisher in Allendorf-Eder untergebracht sind. Die Zimmer sind 2-Bettzimmer hier mit einem Gemeinschaftsraum und kochen und einkaufen müssen die Geflüchteten selber. Dazu gibt es eine kleine Küche. Der Landkreis stellte die Unterkunft bei einem Pressetermin vor. Wir wollen mit Ihnen heute gewissermaßen gemeinsam die neue Einrichtung jetzt hier in Korbach Ihnen vorstellen, für uns selber aber auch uns einen Überblick verschaffen. Ich möchte die Gelegenheit erstmal nutzen, der Stadt Korbach stellvertretend jetzt hier gewissermaßen mit dem Schmidt, der uns ja unterstützt, mal adressiert benennen. Ich herzlich bedanken für die wirklich sehr enge Kooperation, gerade für die Fräser als Zuständiger-Dezernent hat das ja engmaschig mit der Stadt organisiert. Wenn wir diese Lösung so jetzt nicht hätten, würden wir vor großen Herausforderungen stehen. Im Moment vielleicht ganz kurz mal ein kleines Lagebild skizziert. Wir verschnaufen im Moment ein klein wenig, weil die Zuwanderungszahlen sich im Moment erstmal auf einem stabilen Niveau verstetigt haben. Das heißt allerdings nicht, dass wir uns nicht kümmern müssen. Wir haben relativ hohen Handlungsbedarf, Unterbringungsmöglichkeiten zu entwickeln. Wir werden bald in Allendorf die Einrichtung dann schließen müssen. Allendorf, wir sind auch sehr dankbar dafür, für die sehr gute Unterstützung der Standortkommune, ist nicht geeignet, für längere Zeiträume wirklich ein gutes Unterbringungsangebot dort zu unterbreiten. Wir müssen auch in anderen Bereichen nachsteuern. Was uns hier wichtig war bei dieser Form des Designs, ist, dass wir tatsächlich auch eine Aufenthaltsqualität, Betreuungsqualität haben, die über die klassischen Notunterkünfte hinausgeht. Das, was wir sonst so kennen, Leichtbauzelte, mit einer Großraumsituation, mit keiner Intimsphäre, ist ein Riesenproblem für die Menschen, die hier dann zu betreuen wären. Und das führt dann in der Konsequenz auch zu Auswirkungen, die ausstrahlen auch hinein in die örtliche Gemeinschaft. Hier geht es darum, dass wir jetzt ein gutes Setting zu entwickeln, das müssen winterfeste Unterkünfte sein. Wir brauchen Sozialraumsituationen, wir brauchen WLAN, auch das ist wie Wasser und Nahrungsmittel ein wichtiges Thema, weil Kommunikation ist das zentrale Motiv der Menschen, die den Weg dann zu uns als Flüchtlinge auch gefunden haben. Kompliment an den Dezernenten, das hat er perfekt organisiert in der Kürze der Zeit. Keine Selbstverständlichkeit, das war eine konzertierte Aktion von Verwaltung, von der Stadt, von den Unternehmen, die das sehr schnell und erfolgreich auch umgesetzt haben. Und mit dieser Möglichkeit schaffen wir es auch zu vermeiden, auch Lösungen aufzurufen, die wir aus 2015, 2016 kennen. Auch da war Korbach betroffen. Wir wollen es unbedingt vermeiden, dass wir tatsächlich dann die Sporthallen belegen und brauchen deshalb auch Lösungen dieser Art. Wir sind froh und dankbar, dass es gelungen ist, am Markt auch die Infrastruktur zu beschaffen. Das ist auch in dieser Zeit nicht so ganz einfach. Sie ahnen schon, viele Kommunen sind unterwegs und sind auch als Nachfrager dabei, natürlich solche Containerlösungen aufzukaufen. Das ist Gott sei Dank gelungen. Und die Containerlösung wird uns mittelfristig in die Lage versetzen, für die Flüchtlingsbetreuung dann auch gute Möglichkeiten zu entwickeln. Die Lage passt, kurze Wege für die Menschen. Sie können sich selbst hier versorgen. Das ist auch ein Grundmotiv, dass sie sich durch die Struktur dieser Einrichtung auch ein bisschen zieht. Die Menschen werden nach Lagebedingungen eine längere Zeit hier auch verbringen. Dazu müssen sie in der Lage sein, sich auch selbst zu versorgen. Das hat auch was mit Tagesstrukturen zu tun, mit sozialer Qualität. Das sollte an dieser Stelle auch gelingen. Ja, das von meiner Seite aus. Dann übergebe ich jetzt mal an den Projektverantwortlichen, Karl Friedrich. Von der Seite aus vielleicht noch Ergänzungen. Und dann, wenn Einverständnis besteht, können wir gerne noch mal kurz einen Rundgang machen und uns das mal anschauen. Ich war und bin nur der Steuermann. Das ganze Projekt hat halt nur funktioniert, weil das Räderwerk unserer Verwaltung gut zusammengearbeitet hat. Ich habe die soziale Angelegenheit an erster Stelle mit Frau Molasauer, Herrn Schulz und Herrn Dreher, die heute hier sind. Die haben ein Riesenpäckchen zur Zeit zu tragen. Das wissen wir alle, da haben wir oft genug schon von gesprochen. Und deshalb
mein Dank dafür, das hat gut funktioniert. Und dann hatten wir halt noch die Hilfe von anderen Fachdiensten. Zum Beispiel fällt mir ein, heute Mittag war dann bei mir Frau Paulus, hat pünktlich zu heutigen Tag die Baugenehmigung gemacht. Das Ding ist also auch genehmigt werden. Heute Mittag, kurz vor der K-Sitzung, Frau Bede kam schon zum Vorgespräch, da war Frau Paulus da, hat die Baugenehmigung gemacht und so sind viele dabei. Die Abteilung Straßenbau hat dafür gesorgt, dass draußen das vorbereitet wurde. Da liegt ja Kanal und Wasser in der Erde und Straßen sind asphaltiert worden, damit die Leute nicht im Schlamm und im Dreck sich bewegen müssen. Bei solchen Witterungen stellt sich heute schon raus, dass das richtig war. Und vieles andere auch. Und irgendwann hatten wir tatsächlich die geniale Idee, einen rüstigen Rentner mit einem tollen Netzwerk in Korbach zu gewinnen, der hier so ein bisschen das Ganze koordiniert hat, der Friedhelm Schmidt. Und dem sind wir auch in besonderer Weise dankbar. Das ist schon gut, wenn man, wir sitzen oben im Kreishaus, ein bisschen vom Schuss weg. Und wenn man dann jemanden hat, der vor Ort gefühlt jeden kennt, dass man dann so ein Räderwerk in Gang bekommt mit Unternehmen, mit städtischem Bauhof, mit der Stadtverwaltung und vielen anderen mehr, die dazu beigetragen haben, dass das Ganze doch in relativ kurzer Zeit, 3 Monate ungefähr, erstellt werden konnte. Die Idee, lieber Fritz, da warst du bei, die haben wir irgendwann gehabt, als wir im November mal in Wiesbaden waren. Da kamen wir auf die Firma Losberger de Boer und einen Ansprechpartner und dann haben wir tatsächlich auch, muss man ja so sagen, Glück gehabt, dass wir mit denen an den Start kamen. 14 Tage später hätten wir keine Container mehr bekommen, das muss man so offen sagen, aber Glück gehört ja auch zum Geschäft. Gut, wir können halt hier 288 Personen unterbringen, 2 Personen pro Container, abgeschlossener Bereich, um auch eine gewisse Intimsphäre zu haben, die man ansonsten ja von solchen Gemeinschaftsunterkünften nicht gewohnt ist. Zur Not können in den oder geplant ist, hat so ein Container für 2 Erwachsene, aber wir können auch unterbringen eine Mutter mit den 2 Kindern, dann gibt es halt ein Stockbett, das ist alles entsprechend vorbereitet und vorgesehen. Und da gibt es halt da eine riesige Klaviatur an Vorbereitungen, die da treffen waren, neben dem Baulichen. Das sieht man, wenn man da reinkommt. Da mussten Betten beschafft werden und Bettwäsche und eine Erstausstattung zum Kochen und vieles andere mehr. Das können wir uns auch gleich noch anschauen, wo wir das gelagert haben. Und dann war halt unsere Philosophie, das hat der Kollege ja eben schon gesagt, wir wollten halt nicht die Menschen mit Essen versorgen, von uns aus, wie im Kantinenbetrieb, sondern ihnen die Möglichkeit geben, selber zu kochen. Nach dem eigenen Geschmack, jede Kultur hat ja auch eine andere Art zu essen und zu kochen. Und deshalb haben wir uns entschieden, ein Kochzelt zu errichten, wo die Leute selber kochen können. Dann müssen die auch einkaufen, das hat auch was mit Integration zu tun. Und dann ist der Tagesablauf auch irgendwie strukturiert, dass sie wissen, dann und dann können wir entsprechende Mahlzeiten uns vorbereiten. Das war uns ganz wichtig. Und natürlich war es uns auch wichtig, ganz am Anfang, dass wir einen Standort hier in Korbach bekommen. Einmal, das wissen Sie, da ist schon oft drüber berichtet worden, haben wir einen riesen Personalengpass im Bereich der Sozialverwaltung, weil halt dieses Thema obendrauf kommt auf die übliche Arbeit. Wir finden aber nicht ganz einfach Menschen, die uns weiter unterstützen. Also wir versuchen ja Leute einzustellen, manchmal mit Erfolg, oft aber mit weniger Erfolg, weil einfach so viele Menschen auch gar nicht auf dem Arbeitsmarkt sind. Insbesondere das Thema Asylbetreuung ist ein Bereich, wo wir kaum genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und deshalb halt das Andocken an diesen Verwaltungsstandort, wo man auf kurzen Wegen etwas machen kann. Und dann war Korbach auch deshalb wichtig, weil das Wichtigste ist natürlich am Anfang erstmal, die Leute müssen ein Dach über dem Kopf haben, und zwar ein ordentliches. Aber es geht uns ja dann auch um das Thema Integration. Und das geht in der Stadt halt viel einfacher als auf einem kleinen Dorf oder Ortsteil irgendwo in der Peripherie Waldeck-Frankenbergs. Weil das Thema Mobilität ist hier relativ einfach. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Korbach im Bereich Kindergärten ist vorhanden. Also da gibt es dann Wege in die Kindergärten. Und wir haben hier in Korbach auch ein Schulangebot. Also unsere Verwaltung ist auch mit dem Fachdienst Schulen und Bildung dabei, um zu sortieren, wo können die Kinder beschult werden. Und das wäre, nehmen wir mal Bromskirchen, wo ich wohne, viel, viel schwieriger. Und je kleiner die Orte, ist das noch schwieriger, und das Thema haben wir hier also auch gelöst. Und aus dem Grunde haben wir uns dann auch ziemlich früh entschlossen, Jürgen, im Herbst entschlossen, wenn wir jetzt so ein Projekt starten, dann wollen wir auch eine mittelfristige Lösung finden. Also wir planen hier für 3 Jahre, haben auch entsprechende Verträge abgeschlossen mit Verlängerungsmöglichkeiten. Und
da kannst du wieder im Endeffekt deine Wäsche selbst waschen und auch trocknen und kann dementsprechend hier dann auch aufhängen und dementsprechend sich hier wieder neu versorgen. Das war das reine Waschzelt. Hier hinten haben wir noch ein Raum, wo wir unser Lager drin haben. Ja, den machen wir auf. Kannst du alle mal anschauen. Den haben wir extra foliert, also offen, den haben wir foliert, aus dem einfachen Grunde, damit jeder reingucken kann. Das setzt das zur Gärlichkeit, das ist ein logischer Fall. Aber wie gesagt, die haben hier alle die Möglichkeit, das zu machen. Es ist auch, meine ich, sehr gut gelungen, dass man die hohe Wände genommen hat. Und ich habe also soziale Kontrolle, wenn ich hier drüber gucke, weiß ich genau, was passiert da. Also Peter, seine Frau hat mir gesagt, er hat hier schon gewaschen. Aber meine letzte Seite, also die Erfahrung, glaube ich, dass von 15 zu 16, dass wir kommen nach und nach, dann ist wieder eingeschlossen, auch in die Struktur. Das hat sich eben auch bewährt. Es muss eben auch belastbar funktionieren. Und zwar nicht nur eine Woche lang, sondern dauerhaft. Das ist schon, schon ein großer Herausforderung. Das passt schon. Das ist gut gewesen. Wir haben hier das sogenannte Kochzelt mit 24 Küchen, das heißt jeweils mit Spüle, Ablauf und dazwischen einen Herd mit Abgelegenheit dabei, wo auch hier wieder die soziale Kontrolle da ist, das heißt, egal wo wir am Arbeiten ist, ist dann von den Betreibern gut zu kontrollieren, ob alles richtig läuft. Hier, wo wir jetzt ein paar Küchen gestellt haben, für uns dafür sind dann auch Küche und Spüle spielen, wo man die Mahlzeiten einlegen kann, wenn man dann selbst gekocht hat. Oder aber man nimmt sich das Essen mit aufs Zimmer und kann es dann dort auf dem Zimmer zubereiten.